Servus, ich bin der Johannes und das ist das 21. Türchen. Okay, dann würde ich mal sagen, hier gibt es doch schon Kerzen wenigstens, oder? Gibt es schon Kerzen? Ja, es gibt schon Kerzen, ich glaube. Ja, hier nehmen wir mal ganz kurz braune, denn wir müssen ja da so hier, was müssen wir nochmal bauen? Ach so, ja, den See. Dann nehmen wir hier grobe Erde. Bauen wir hier so mal ganz kurz so grob. Haha, grobe Erde. So. Was mit die Umrahmung? Meine Güte! Was ist denn hier mit dem Haus los? Das ist mir jetzt ganz, ganz kurz egal. So. Hier. Gut. Und dann brauche ich noch ganz kurz Glasscheiben. Was sind denn die hier? Genau, das brauche ich auch noch. Glasscheiben. Ich brauche doch noch Glasscheiben. Glasscheiben. Hier. Hellgrüne. So. Vielleicht kennt ihr ja einer von euch. Hier, zum Schilf bauen wir. Dann noch hier. Vielleicht noch ein bisschen fettes Schilf. Ach, das passt doch gut. Jetzt noch so ein Seeblatt rein. Diesen See. Plus oder was das auch ist. Okay, direkt mal mit Wasser starten. Dann haben wir nämlich schon mal ein paar Grundlagen, vielleicht auch ein paar Fische reinpacken. Und zwar würde ich hier mal so, einfach so ein klein, ich möchte jetzt wirklich nicht zu groß gehen, einfach so ein paar Mal, ja, okay. Und dann können wir hier so ein paar Tropenfische reinmachen. Das Ganze dann an ein paar Stellen tiefer. Haben wir dann den Stein, ja, ist auch egal eigentlich. Ah, jetzt brauchen wir nochmal Wasser, das ist gar nicht so gut. Es braucht Zeit, es braucht alles Zeit. Wir brauchen Knochenmehl. Dann können wir hier vielleicht etwas schöner das Ganze gestalten. Das sieht schon gut aus. Und dann ich brauche noch irgendwas. Ich brauche Glas. Glas. Und zwar grüne Glasscheiben und dann Kerzen. Das habe ich mal gesehen. Und zwar braune Kerzen. Und dann kann man das so Schilf machen. Und zwar muss man dann so. Und dann noch eine. Dann baut man das hier rauf. Und das baut man dann so ein paar Mal. Hier noch einmal. Und das in unterschiedlichen Größen. Da machen wir es einmal größer. Und dann können wir dann noch Bambus benutzen. Dann haben wir da auch noch einen Unterschied dazu. Ah, den können wir hier nicht bauen. Ja, dann ist das jetzt etwas blöd. Aber man kann es jetzt nicht ändern. Dann noch einen kleinen Schilfrohr. Ja, sieht gut aus. Okay, wie lange haben wir noch Zeit? Genügend. Und vielleicht können wir noch Erde, ja, grobe Erde und normales Gras außenrum backen. Dann sieht das Ganze da schon mal schön aus. So, einmal nicht vergessen, dann das Ganze wieder hin zu platzieren. Ja, wie viel Zeit? 9 Sekunden, das sollte sich noch ausgehen. Und das war's. Ein Deich, das sollte sich ausgehen. Wir brauchen... Ach, das ist schon wieder Wasser. Wir brauchen auch noch Kies. Wo ist denn Kies? Kies. Okay, wir haben das ja in den United States schon gemacht. Wir kennen uns da ein bisschen aus. Seegurke, Seegras und so irgendein Blatt. Ich nehme immer gerne Eichenblatt. Dann machen wir hier so einen kleinen Kreis. Genau, wir dürfen ja nicht zu groß werden, denn das geht sich sonst mit der Zeit nur schwierig aus. Dann tauschen wir das hier alles einmal aus. Okay, das geht sich noch gut aus. Hier einmal die Runde natürlich auch noch. Ja, genau so.
Und dann füllen wir das einmal alles mit Wasser. Ja, das wird hier schön alles gefüllt. So, und dann kommt jetzt hier so ein bisschen Meeresgurken-Dings. Das bringt nämlich Licht. Hier draußen so ein bisschen Blätter. Und da auch nochmal so ein Blatt. Da noch so ein einzelnes vielleicht. Ne, das lassen wir weg. Und dann noch so ein bisschen mehr Gras. Jawohl, das sieht doch gut aus, oder? Okay, und jetzt machen wir noch mit so ein paar Holzzäunen und Laternen. Laterne, Laterne, Laterne. Okay, da machen wir jetzt so eine Umrandung. Da noch und hier noch. Und da setzen wir jetzt auf jeden zweiten eine Laterne. Geht sich sogar schön aus. Und wir haben noch Zeit, Schnee. Wir brauchen Schnee, Schnee. Okay, dann machen wir jetzt hier so ein bisschen Atmosphäre. Jawohl. Das, ja, okay. Das werde ich gewinnen. Lukas, weil das Moos sehr toll aussieht. Simon, weil es einer ein winterliches Feeling gibt. Johannes, wegen dem kleinen Auslauf.